So, ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Let's Play The Saboteur. Warum sage ich neuen Video? Ja, weil es neu ist und ich es gerade erst hochgeladen habe, wenn ihr es jetzt anguckt. Nee, ich habe das Let's Play ja unterbrochen und das ist jetzt wieder das aktuellste Video. Ich hatte schon ein paar Missionen, die ich spielen werde, aufgenommen, aber die habe ich mir angeguckt, das war nicht die Qualität, die ich damals erreichen wollte. Deswegen spiele ich das Ganze nochmal. Und was für eine Mission wäre das? Ja, hier, von diesem Luke. Du Uhrensohn. Was geht ab, du Sagen Uhrensohn? Sie schon, wie schmeckt Ihnen die Vergeltung? Fast so gut wie Whisky. Aber nur fast. Würden Sie gern ein paar neue Leute kennenlernen? Wen zum Beispiel? Die Deutschen halten nicht weit von hier einige Kriegsgefangene fest. Veteranen der Fremdenlegion. Sehr gefährliche Männer. Ihr Anführer ist ein Kerl namens Crochet. Wenn wir ihn für uns gewinnen, ziehen die anderen mit. Und ich soll die Kerle rausholen, damit sie auf ihre Gehaltsliste setzen können? Wäre das ein Problem? Wäre nicht mein erster Ausbruch. Dürfte kein Akt sein, da reinzukommen. Okay, ich habe gerade ehrlich gesagt nicht zugehört. Ich habe mich so über die Umgebung irgendwie gewundert, aber das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Was müssen wir gleich nochmal machen? Ich sehe hier, gehe zu den Zellen, also, und irgendwas von Ausbruch. Ich denke mal, wir müssen Leute befreien. Vielleicht Kriegsgefangene? Kann das sein? Habe ich vielleicht doch ein bisschen zugehört? Ja, ich habe ein bisschen zugehört. Aber nur ganz wenig, deswegen gucke ich doch lieber nach, was wir machen müssen. Kriegsgefangene müssen wir befreien, natürlich. Habe ich doch gewusst. Habe ich doch gewusst. Schon gegen die Mauer zu laufen, ist nicht sehr hilfreich für unsere Mission. Wir können natürlich in diesem Spiel Autos klauen, GTA-like halt, und dann hier hinten in diese Garage bringen. Und da, dort können wir sie das Auto dann immer wieder nehmen. Oder sagen wir mal zurückholen. Aber ich habe im Moment bloß diese schrottige Kiste da in der Garage drinne. Das ist nicht wirklich toll, ich weiß. Deswegen werde ich dann vielleicht jetzt nach dieser Mission mit euch zusammen ein paar Autos klauen und unsere Garage ein bisschen aufbessern. Das wäre doch positiv. So, wir sehen links unten auf dem Radar natürlich, wo wir hin müssen. Damals gab es natürlich auch schon Navigationsgeräte, ist klar, ne? GTA 4-like halt. So. Tja, wie weit ist es denn noch? Die Musik ist sehr porno-like, würde ich mal sagen. Mir gefällt sie irgendwie. Tja, ich weiß nicht warum. Die ganzen weißen Punkte, die ihr auf dem Radar seht, sind Freeplay-Ziele. Das heißt, Lautsprecher von der deutschen Armee, Wachtürme, Scharfschützentürme, Zeppeline, Luftabwehrstützpunkte und Flakgeschütze, was natürlich zur Luftabwehr dazugehört. Die können wir alle zerstören. Sollten wir sogar, wenn wir das Spiel zu 100% durchspielen wollen. Und daran werde ich mich dann auch in ein paar Videos machen. Einfach mal ein bisschen Freeplay machen. Ein paar Sachen in die Luft jagen. Aber jetzt befreien wir erstmal unsere französischen Kollegen. Ja, Sean, damit gebe ich dir ausnahmsweise recht. Natürlich können wir uns umziehen in dem Spiel. Und dazu suchen wir uns einen einsamen Deutschen. Wir steigen erstmal aus. Wir brauchen wirklich einen richtig einsamen Deutschen, den wir von hinten betäuben können, sagen wir es mal so, oder töten können. Ich denke mal, hier oben wird einer sein, aber ob das dann jemand sieht, ich weiß es nicht. Gibt es hier Schnellspeichern? Das wusste, habe ich noch nie ausprobiert. Und Steuerung. Wartet kurz. Schnelles Speichern, schnelles Laden. F5, das ist doch toll. F5. So, jetzt probiere ich aus. F6. Spielladen, ja.
So, wo bin ich denn jetzt? Wo lande ich? Ich bin gespannt. Ich könnte die Ladesequenz auch rausnehmen, aber die finde ich super animiert. Oh nein! Okay, ich mache einen kurzen Schnitt, bis wir wieder vor dem Turm stehen. Bis dann. So, wir sind wieder bei dem Turm angekommen und, weiß nicht, ob die Deutschen das mitbekommen, wenn ich da hochkletter und dann den abmuchse. Wir probieren es einfach mal aus. Tut mir leid. Bisschen viel Bier getrunken. Aber es ist ein ziemlich hoher Turm. Und die Raben fliegen schon knapp über unsere Mütze vorbei. Ich weiß nicht, sieht der... Der sieht nicht, ja. Doch, der hat verdammt nochmal hergesehen. Aber der darf nicht pfeifen, dann löst er nämlich keinen Alarm aus. Und auch nicht runterfallen. Boah, kurz vorm Selbstmord steht der Kerl. Gut, es hat keiner mitbekommen, wie wir den netten Deutschen hier überwältigt haben. Und ich sollte das Gewehr von ihm aufnehmen, um natürlich noch realistischer rüberzukommen. Und nicht! Reiß dich zusammen! Natürlich, es war die falsche Taste, wenn ich das mal so sagen darf. Wir wiederholen das Ganze jetzt einfach. Was ist denn los? Kein einziges Spiel mag mich mehr. Ich streichel einfach mal mein Knie, weil ich toll bin. Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal dorthin gurken. Kurzer Schnitt. So, gut, Leute, ich habe endlich die Uniform und diesmal ist er tatsächlich runtergefallen, der Schwein, das ist nicht gut. Um wie ein Deutscher zu gehen, müssen wir die STRG-Taste drücken. Das ist ziemlich lustig. Wir sehen auf dem Radar rechts, links, meine ich natürlich, Leute, einen kleinen gelben gestrichelten Kreis um unseren Charakter. Ich weiß nicht, ob ich das in den letzten Videos erklärt habe, ich hoffe schon. Wenn ein Deutscher innerhalb von diesem Kreis ist, dann kann er uns nach einer Zeit, wenn er uns beobachtet hat, entdecken und herausfinden, dass wir eigentlich gar kein Deutscher sind. Deswegen müssen wir den Kreis ziemlich klein halten und immer wie ein Deutscher gehen. Und um das Ganze zu vereinfachen. Und hier ist ein ganz böser SS-Mann, der uns jederzeit entdecken kann, glaube ich. Aber ich weiß es nicht genau. Nein, kann er nicht, aber er ist ziemlich wachsam. Ich denke mal, wir laufen. Nicht, weil uns die Leute da dadurch gleich entdecken. Beziehungsweise sehen. Oh, oh, der Deutsche geht schneller wie wir. Kann das sein? Er ist doch auch bloß ein Deutscher. Oh, Mann. Er ist viel schneller unterwegs wie wir. Okay, wir müssen hier diese Leute befreien. Das ist natürlich Priorität, aber ich weiß jetzt noch nicht ganz, wie wir das anstellen wollen. Vielleicht die Leute einzeln abmurksen. Nee, das war's nicht. Geh lieber wie ein Deutscher, du Pfeife. So. Genau, der SS-Mann kann uns jederzeit entdecken. Das ist das Problem. Bei der ganzen Chose. Wie mache ich das? Ich gehe jetzt erstmal hier hoch und knüpfe mir den Scharfschützen vor. Damit wir das erledigt hätten. Das wäre doch positiv, ne? Nicht pfeifen, nicht pfeifen. Nein, du pfeifst nicht, du stirbst jetzt. Oh, nein. Okay, das war's mit dem Leise. Leute, es war's. Das war's. Wir können schießen. Und sollten versuchen zu treffen. Ja, gut. Ja, könnte... Wie aggro die gleich sind, die Deutschen, ne? Oh, ich treffe ihn nicht. Jetzt, das war schön. Ich weiß noch nicht genau, von wo sie alle schießen. Ja, das war ein schöner Headshot in den Lauf. Da sehe ich doch noch einen. Der mich aber nicht gesehen hat. Wir sehen überall Kugeln um uns herum. Und wir bitten... Hier! Hier sind sie. Habe ich doch gewusst. So, den ersten hätten wir von den
Türmling. Ja, Saboteur und die zwei Türme. Das kennen wir doch. Schießt noch wer? Ja, oder schießt noch wer? Der SS-Mann versteckt sich ganz verwirrt hin. Steh doch auf, Mann. Jetzt habe ich ihn. So, Stützpunkte ab. Hey, das darf doch nicht wahr sein. Da, jedes Mal falle ich runter. Von wo wird geschossen? Ah, von hier. Gut, dann holen wir doch mal nicht unser Dynamit raus. Das wäre schlecht. Das Problem ist, er hält so viel... Das Problem ist, ich habe... Fuck. Ich habe keine MP40, aber hier ist gleich eine. Die hole ich mir gleich und den habe ich getötet mit einem Schuss. So, die grüne Markierung ist der Alarm. Den schalten wir aus. Das wäre der erste Alarm. So, komm, den machen wir auch aus. Oh, jetzt hat uns nochmal einer gesehen. Scheiße. Jetzt müssen wir natürlich den erstmal töten, bevor wir hier weiter können. Ja, was ist denn? Wo läufst du denn hin? Oh, ich treffe auf uns. Oh, da wird schon wieder geschossen auf uns. Versteck deaktiviert, gesehen. Oh, ist ja ganz gut. Mann, bis wir hier mal zu Potte kommen. Na, schieß doch. Das war ein schöner Headshot. Ich habe zwar nicht genau gesehen, ob es ein Headshot war. Aber das war einer. So, Leute, wir müssen jetzt mal zu Potte kommen und versuchen, die ganzen Gegner hier, wie viele kommen denn noch, abzuschütteln. So, jetzt aber. Alarm deaktivieren, schnell rüberlaufen und den anderen Alarm deaktivieren. Komm schon, nicht anlehnen. Ach so, so geht das. So, der erste wäre deaktiviert. Okay, wir haben alle deaktiviert, sie suchen uns nicht mehr. Und es sind auch keine Gegner mehr vorhanden in diesem Stützpunkt. Das ist doch mal ganz positiv, ne? So, dann machen wir die Türe auf. Wer zum Teufel sind Sie? Ihr Ticket in die Freiheit. Gehen wir. Gehen wir, ja. Das wäre klug, ne? Wir nehmen uns gleich alle Gefangenen mit. Lass die Decken. Vorwärts, vorwärts. Komm, beeilt euch. Wir sollten uns wirklich beeilen, weil der Alarm klingelt doch ziemlich penetrant. Raus hier, Jungs. Ich glaube nicht, dass die Deutschen das überhören werden. Oder ich habe einfach jeden Deutschen hier in dieser Umgebung erledigt. Hier drüben. So. Und jetzt öffne die anderen Käfige. Habe ich alles. Das war's. Super. Zwei Vergünstigungen freigeschaltet. Das ist doch toll. Wir gucken uns gleich mal die Vergünstigungen an, um ein bisschen was darüber zu erfahren. Dazu drücken wir erstmal Escape. So, Vergünstigungen, was haben wir denn hier? Wir können verschiedene Sachen freischalten, das sind wie Achievements oder Erfolge auch genannt. Zum Beispiel hier, führe 10 Stealth-Kills von hinten aus. Da haben wir schon 5 ausgeführt. Was bekommen wir dafür, wenn wir das machen? Das sind die Vergünstigungen. Die Belohnung ist hier, wie man links unten lesen kann, schaltet den Luschenschwinger frei. Luschenschwinger. Ich denke mal, das wird irgendeinen...